Während Jungmutter Rada mit Geschenken und Liebesschwüren überhäuft wurde, hat Liebesgöttin Venus für unsere hochschwangere Mido keine guten Nachrichten. In der 39. Schwangerschaftswoche bekommt Mido eine SMS von ihrem Freund Alexander. Eine SMS, die der 15-Jährigen einen Stich ins Herz versetzt. In dieser SMS schreibt Alex, dass es aus ist, dass er nicht mehr will und dass Mido ihn in Ruhe lassen soll. Wer hat er geschrieben? Der Alex. Was hat er geschrieben? Nix. Magst du es sein? Nichts. Nichts? Ich merke doch, dass irgendwas ist. Was ist denn los? Nix. Spricht. Sag mal was. Was ist denn passiert? Ist was? Der Alex hat Schluss gemacht. Per SMS? Kennst du nicht? Also in der SMS ist drinnen gestanden, dass ich ihn jetzt gehen lassen soll, dass ich ihn seinen eigenen Weg gehen lassen soll, weil er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Ich finde, dass bei SMS Schluss zu machen nicht schön ist. Versuch ihn anzurufen, hm? Sagen wir das mal noch so. Hm? Vielleicht ist es wieder nur so, dass er nach ein paar Stunden wieder unten zusammenkommt. Ruf ihn an und frag ihn mal was. Los ist, wieso? Du weißt schon, was du. Gib nicht ab. Gib nicht ab. Also am Anfang habe ich mir schon gedacht, dass er nach ein paar Stunden wieder schreibt, dass wir wieder zusammen sind oder so. Aber wie ich ihn halt dann nicht erreicht habe und seine Schwester auch nicht, da ja, habe ich halt dann gewusst, dass ernst ist. Das wird ja nicht sein, wie es das wird. Ich hoffe es. Red mit ihm, hä? Richtig glauben, dass er jetzt da Schluss gemacht hat, kann ich nicht ganz, weil er schon des Öfteres Schluss gemacht hat, auch bei SMS. Und fragen, was los ist oder wieso er das gemacht hat oder ich weiß gar nicht. Wünschen würde ich mir, dass meine Tochter mit dem Vater, mein Enkelkind, zusammenbleiben. Das würde ich mir vom ganzen Herzen wünschen. Ein Baby. Vor allem. Weil die Geburt steht ja schon bevor und schauen wir mal, die Mida braucht auch der Papa vom Leander. Ich fahre jetzt mal ins Geschäft und rede mit Xander. Okay, super. Soll ich mitfahren? Nein, ich komme dann am Abend wieder hin. Okay, gut. Wenn irgendwas ist, ruf an, ja? Bin da jederzeit erreichbar, gut? Love has left the room. Ich wollte nur ins Geschäft fahren, damit ich mit ihm reden kann und eben das klären kann, wie ernst es jetzt wirklich ist und ob er nicht auch wieder irgendwann wieder zurückkommt wahrscheinlich oder ob er einfach nur jetzt, weil vor der Geburt eben seinen Freiraum braucht, weil er Angst hat oder so. Also sie versucht, ihre Beziehung noch zu retten. Ja, ich wünsche ihr viel Glück. Bis vor kurzem schien es, als könnte nichts zwischen Mido und Alex kommen. Nichts sollte der Liebe des jungen Paares im Wege stehen. Wir erinnern uns kurz zurück. Ich mir die Zukunft vorstellen mit dem Kind und der Mido. Ich hoffe es, dass wir lang zusammenbleiben, eventuell heiraten später. Glaubst du, schaffen das? Sicher. Ich möchte auf jeden Fall mit dir zusammenbleiben, so lange möglich. Manchmal habe ich einfach Angst, dass wir das alles nicht schaffen mit dem Baby und so. Ich werde auf jeden Fall kämpfen um die Liebe, ja. Das schaffen wir schon, hm? Solange wir zusammenbleiben. Okay. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Jetzt ist der Traum von einer gemeinsamen Zukunft geplatzt. Alexander hat aus heiterem Himmel und per SMS Schluss gemacht. Doch so leicht gibt Mido nicht auf. Sie will kämpfen. Hey Alex. Hey. Ich habe SMS von dir gekriegt und kann man kurz reden? Ja, von mir aus. Wie die Mido heute gekommen ist und gefragt, ob wir kurz reden können, habe ich mir gedacht, pff, bitte nicht. Und fand ich ziemlich sinnlos, dass jetzt extra hergefahren ist, ja, weil sehen wollte ich es nicht unbedingt, weil
Wer weiß, vielleicht kreuzen wir dann wieder nach. Ja, meinst du es ernst mit der SMS? Hm? Meinst du es ernst mit der SMS? Ja, sicher, sonst soll ich sie nicht schreiben, oder? Hm? Sonst soll ich sie nicht schreiben, oder? Ja, ich weiß nicht, du schreibst sie andauernd. Ja, wenn du mich nicht gehen lässt. Das bleibt jetzt aber so, gell? Sicher? Ja. Und hast du schon neue? Nein, habe ich nicht. Sicher? Sicher. Warum hat deine Freundin gesagt, dass sie dich gesehen hat mit einer anderen? Ja, boah, darf ich mich nicht mit anderen Mädchen treffen? Nein. Ja, also ich fühle mich sehr im Stich gelassen von ihm, weil ich das einfach nicht in Ordnung finde, dass er mich schon durch eine neue ersetzt. Oder ich weiß ja nicht, ob es eine Freundin ist oder nur eine Freundin. Ich habe wirklich keine neue. Also wirklich nicht. Ja, wirklich nicht. Ich schwöre euch drauf. Und bist du sicher, dass du keine andere hast? Ich bin mir sicher, dass ich keine andere habe. Dann kannst du es eh zugeben, das ist ja schon mal. Ich habe keine andere. Ich habe keine Freundin, zumindest keine feste bis jetzt. Aber allein will ich nicht bleiben. Und wenn es auch nur, wenn es nicht fest ist, ist mir egal, aber irgendwen brauche ich halt. Ja, und wieso ist aus? Ja, weil ich nicht mehr will. Was ist, du willst nicht mehr? Ich will einfach nicht mehr. Du hast einfach keine Lust mehr. Ja, ich kann mit dir nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich will nicht. Du hast mich schon so oft weggeekelt. Weggeekelt, das mache ich. Ja, mit deiner Art und Weise. Ich bin schwanger, das ist normal. Mhm. Ein bisschen zusammenreißen kannst du aber auch. Wenn du schwanger wärst, dann wär's bei dir auch so. Ich mach dir jeden Tag was zum Essen, was weiß ich alles, hol dir vom Arsch der Welt was zum Fressen und dann bist du das Urarschloch zu mir. Ich mein, geht's eh. Ja, es sind immer so Geschichten. Beispiel, ich hole was zum Essen von irgendwo, wo ich extra hinfahren muss und eh kein Geld hab und dann will sie es nicht, weil irgendwas nicht passt, weil da Ketchup drin ist oder was auch immer und dann bin ich wieder der Vollidiot. Wenn ich schwanger bin, das ist normal. Ja, mag schon sein, dass das mit der Schwangerschaft zu tun hat, aber das war mir einfach zu viel. Das war mir zu krass alles. Zurück zu Mido. Anstelle von Herzerl gibt es hier Tränen in den Augen. Noch weiß Papa Benno nicht, dass Lehrling Alexander seiner Tochter sehr wehgetan hat. Tschüss. Hey, was ist los? Magst du dich nicht verabschieden? Also der Mido ist bei mir auf einmal vorbeigelaufen und ich habe eigentlich nicht gewusst, was los ist und so. Und bin ich eigentlich gleich nachgelaufen und habe kurz mit ihr geredet, hat sie mir gesagt, dass jetzt wieder mal oder endgültig Schluss ist mit Alex. Sagst du mal, was los ist, hä? Hm? Was ist los, hä? Der Alex hat Schluss gemacht. Jetzt hat er schon wieder Schluss gemacht? Für die Mido tut es mir natürlich irrsinnig leid und so. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich fast ein bisschen erleichtert, weil das jetzt wirklich endgültig ist und man ja nie weiß, ist jetzt was oder ist nichts. Ich meine, wenn ein Kind kommt oder knapp vor der Geburt, dann sollte man schon mal wissen irgendwie, was ist jetzt los? Sind die zusammen, sind sie nicht zusammen, wo wohnen die? Ich bin immer da für dich, ja? Die Mama auch, oder? Komm her. Hm? Okay. Wirst du schon schaffen. Wir helfen dir eh, ja? Mhm. Ich weiß nicht, ich mich jetzt fühle einfach beschissen. Schaffst schon, ja? Okay. Tschüss. Tschüss, Papa. Ein klärendes Gespräch zwischen Lehrling und Chef ist fällig. Herr Stalex, was war denn da los jetzt mit der Mido? Ja, was ist da los? Du hast jetzt wirklich Schluss gemacht, oder? Ja. Ja, aber ist das jetzt endgültig oder ist das wieder das so endgültig oder so? Aha, und warum oder so? Was ist der Grund? Weil ich nicht mehr will, weil es mich wieder weggeekelt hat, wie immer. Ach so. Na, ich will schon lange nicht mehr. Aber das finde ich halt auch nicht so toll, weil man, es ist jetzt relativ knapp vor der Geburt und so. Die Vaterrolle sollte auf jeden Fall annehmen, aber beziehungsmäßig kann ich nur für mich sprechen, möchte ich eigentlich, dass die auf keinen Fall mehr zusammenkommen. Ich hoffe, du kümmerst dich dann ein bisschen ums Kind und so. Sicher. Ganz sicher. Mein Kind, ja. Ehrenwort? Ehrenwort. Ja, ja, das hoffe ich, dass das dann wirklich so ist. Ja, ja, sicher. Okay. Wird so sein. Er sagt zwar, er kümmert sich ums Kind, aber glauben tue ich es ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber er kann mir ja das Gegenteil beweisen, wäre ja schön. Eine Frage brennt Alexander noch auf den Lippen. Okay, und wird jetzt rausgehauen, oder? Ja, raushauen kann ich den nicht, weil das ist eine private Sache, aber es ist halt begeistert, bin ich nicht. Und so, okay. Ja, aber die Lehre muss der fertig machen, ganz normal, das hat jetzt mit der Sache nichts zu tun. Ja? Man kann die Firma jetzt da nicht privat irgendwie vermischen. Obwohl es für mich natürlich auch nicht so leicht ist, weil da muss man sich schon ziemlich im Zaum halten, weil ich sag sicher nicht alles, was ich mir sonst denke. Du einmal weiter, da gescheit, okay. Ja? Schauplatzwechsel ins Drei-Mädel-Haus nach Penzing. Während Jelena in der 29. Schwangerschaftswoche noch anstrengender Hausarbeit nachgehen kann, ruht sich die hochschwangere Mido in ihrem Zimmer aus.
Die Trennung von Alex nimmt die 15-Jährige sehr mit. Ihr Herz ist gebrochen. Plötzlich bekommt sie starke Schmerzen im Unterleib. Haben die am Ende etwas mit der Trennung zu tun? Oder wurden sie gar dadurch ausgelöst? Oder handelt es sich um den Beginn der Geburt? Und wenn ja, wird sie ihr Kind dann ohne Vater zur Welt bringen müssen? Auf eine kann sich Mido in dieser schwierigen Situation auf jeden Fall verlassen. Nämlich auf ihre Mutter Jelena. Mama, kommst du mal? Mama! Mama! Was ist los? Was ist los? Ich hab so einen Bauchziehen. Wohl stark. Schon seit gestern. Ich weiß. Ja, was macht man jetzt da? Ich weiß nicht. Was hat der Herr Doktor gesagt? Ja, er hat gesagt, ich soll dann ins Krankenhaus fahren, aber es tut so weh. Du hast nicht einmal deine Tasche gepackt. Yes. Ich habe zwar schon öfter so Wehen gehabt, aber so stark war es eigentlich noch nie. Wie ich gehört habe, dass die Mido schreibt, habe ich das schon ernst genommen. Weil ich, wie gesagt, das die letzten paar Tage schon was vorgefallen ist. Und sie glaubt es auch, dass jetzt schon langsam losgeht. Hast du mein Handy gesehen? Was ist dein Handy? Mein Handy? Warte. Bleib ja. Ich gehe ein bisschen auf und ab. Das tut ja gut. Schau, Handy ist da. Wo ist die Nummer? Die Nummer? Warte. Beeldi! Ja, schon. Komm schon. Natürlich haben wir erst die Nummer suchen müssen. Handy, wo ist es? Mein Handy. Und habe ich dann angerufen. Ja, wir haben nicht mal die Tasche gepackt fürs Baby. Wenn wir eben, ja, es ist ja ein bisschen chaotisch alles. Aber wir werden es schon schaffen. Also jetzt habe ich eigentlich schon sehr große Angst, dass das Kind jetzt kommen könnte. Ja, hallo? Ja, grüß Gott. Ich hätte einen Krankentransport für die Freienturm 1 bestellt. Ja, meine Tochter ist schwanger und sie kriegt schon die Wehen. Ich glaube, das geht schon los, ja. Ja, ich fahre auch mit. Ja, ja. Gut. Die Sanitäter, die werden bald kommen. Ich hoffe, die kommen auch schon schnell, weil ich mag sie nicht hier so lange zu Hause haben, wenn sie schon so starke Schmerzen hat. Nicht, dass das Baby herkommt, aber die werden schon bald kommen. Also ich hoffe, dass